meinem vorherigen Video habe ich euch erklärt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen für eine nicht rechtzeitige Zahlung oder auch einen Zahlungsverzug. Heute in diesem Video möchte ich euch erklären, welche Rechte der Verkäufer hat, wenn der Käufer nicht rechtzeitig zahlt. Um das zu verstehen, müsst ihr das erste Video geguckt haben zum Zahlungsverzug, sonst versteht ihr jetzt nicht, was ich euch jetzt hier zeige. So, welches Recht hat der Verkäufer? Der Verkäufer hat aus dem Kaufvertrag heraus das Recht, dass der Käufer zahlt. Achtet bitte dann bei den konkreten Fällen darauf, war vereinbart, dass erst die Ware geliefert wird und dann wird gezahlt oder sollte eine Vorauszahlung stattfinden oder findet eine Zug-um-Zug-Zahlung statt. Das müsstet ihr euch alles in dem Video vorher nochmal anschauen. So, das Erste, was jetzt ist, wir nehmen jetzt mal an, der Verkäufer hat geleistet und der Käufer hat nicht gezahlt zum richtigen Zeitpunkt, zum vereinbarten Zeitpunkt. So, dann haben wir ja diese Strukturierung bei den Rechten, die bei allen Kaufvertragsstörungen gleich sind. Man hat vorrangige Rechte und nachrangige Rechte. Vorrangig hat der Verkäufer natürlich das Recht, er kann weiter darauf bestehen, dass der Käufer zahlt. Ja, das ist auch logisch. Der Käufer hat seine Verpflichtung nicht erfüllt. Ich gebe ihm das Recht der Nacherfüllung und sage, jetzt bitte zahle, ich bestehe auf Zahlung. Du musst deine Zahlung erfüllen. Jetzt wisst ihr hoffentlich, dass man das Ganze Mahnen nennt. Ja, also jetzt fangen hier verschiedene Mahnstufen an. Der Verkäufer besteht auf Zahlung und dann sollte er den Käufer natürlich darauf hinweisen, dass er darauf besteht. Und das macht er durch eine Mahnung. So, jetzt ist das Problem, was ist jetzt genau eine Mahnung? Also eine Mahnung kann sein, der Verkäufer ruft einfach mal beim Käufer an und erinnert ihn an die Zahlung der Rechnung, weil der die vielleicht vergessen hat. Also es war ja vielleicht noch nicht mal böswillig. In der Praxis kennen sich Käufer und Verkäufer nicht so genau, da macht das der Verkäufer eher so, dass er dem Käufer einen Brief schreibt. So, und das haben der eine oder andere hat das vielleicht schon mal selber erlebt oder kennt das vielleicht, ja. Da ist das natürlich ein bisschen unhöflich, wenn man als Verkäufer sofort dem Käufer einen bösen Brief schreibt und sagt, du hast nicht gezahlt, ich bin stinkesauer. Das macht man normalerweise nicht. Und deswegen durchläuft man normalerweise verschiedene Mahnstufen, die möchte ich euch gerne mal erklären. Und dazu muss man aber sagen, dass das natürlich weder rechtlich noch sonst irgendwie vorgegeben ist. Also man liest häufig, man müsste fünfmal mahnen oder irgendwas. Das ist totaler Quatsch. Man kann mahnen, so oft man will. Man muss noch nicht mal mahnen. Aber wie gesagt, es ist ein Vertragsverhältnis. Das beruht normalerweise auf gegenseitigem Vertrauen, sodass Mahnungen eigentlich eine sinnvolle Sache sind. So, und jetzt erkläre ich euch mal eben, welche Mahnstufen es gibt. Also die normale Mahnstufe fängt eigentlich mit einer sogenannten Zahlungserinnerung an. Das heißt, der Verkäufer erinnert den Käufer freundlich daran, dass er seiner Zahlungsverpflichtung noch nicht nachgekommen ist. Das können sehr freundlich formulierte Aufforderungen sein. Da steht dann drin, sicher haben Sie vergessen. Das kann im Tagesgeschäft passieren, dass man mal eine Rechnung übersieht. Man formuliert das also freundlich. Muss man hier eine Nachfrist setzen? Muss man auch nicht. In der Regel reicht das ja aus, wenn der Verkäufer den Käufer darauf hinweist, dass er einfach mal bitte die offene Zahlung leisten soll. Tut er das nicht, fängt man im zweiten Schritt an, eine schriftliche Mahnung zu versenden. Jetzt seht ihr den Unterschied. Eigentlich ist die Zahlungserinnerung ja auch schon eine Mahnung. Das wäre dann also die schriftliche Mahnung und damit die Mahnung Nummer 1, ja, also die erste Mahnung. Und was macht man da? In der ersten Mahnung wird es jetzt schon ein bisschen härter formuliert. Da kann man auch schon einen Schadenersatz verlangen. Ja? Der Schadenersatz sind dann in der Regel pauschale Mahngebühren. Man schreibt dann rein, Sie haben unsere Zahlung seit so und so vielen Tagen überschritten, das Zahlungsziel seit so und so vielen Tagen überschritten. Und wir verlangen jetzt eine pauschale Mahngebühr. Das ist manchmal ein bisschen problematisch mit der Mahngebühr, weil man kann da nicht reinsetzen, was man will. Also bei einer Forderung von 100 Euro kann man nicht reinsetzen, ich setze jetzt mal 50 Euro Mahngebühren drauf. Da gibt es relativ viele Urteile zu, müsst ihr euch mal im Internet angucken. Zum Beispiel darf man häufig diese angefallenen Personalkosten, dass man da also einen Mitarbeiter eingesetzt, darf man auch nicht mit reinrechnen in die Mahngebühren. Guckt euch das mal an. Normalerweise wird man einen vernünftigen Betrag, weil ja Portokosten angefallen sind, Kosten für das Material, wird man einen vernünftigen Betrag bei den Mahngebühren ansetzen, einfach um dem Ganzen so ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. So, und sinnvoll wäre an der Stelle, dass man jetzt einen Hinweis auf die Rechtsfolgen macht, also dem Käufer schon mal darauf hinweist, wenn du nicht zahlst, passiert im nächsten Schritt das und das. Und was für Rechtsfolgen, das erkläre ich euch gleich. Aber hier sollte man schon darauf hinweisen, dass da jetzt noch ein bisschen mehr kommt, wenn der Käufer weiter nicht zahlt.
Man gibt ihm ja immerhin schon die Möglichkeit, sich hier oben bei der Zahlungserinnerung mal irgendwie zu äußern. Und da könnte man ja hier zum Beispiel schon nach der Zahlungserinnerung eine vernünftige Lösung mit dem Käufer finden. Nehmen wir mal das Beispiel, der kriegt die Zahlungserinnerung und schreibt dann oder ruft uns an und sagt, ich kann im Moment nicht zahlen, mir ist ein großer Auftrag weggebrochen. Dann könnte man ja eine vernünftige Lösung finden, indem man zum Beispiel einen Zahlungsaufschub anbietet oder eine Teilrückzahlung. Und das seht ihr also, wenn die Zahlungserinnerung nichts bringt, kann man in der nächsten Mahnung schon ein bisschen härter formulieren und schon Rechtsfolgen aufzeigen. Und in der Regel setzt man hier in der Mahnung auch schon eine Nachfrist. Und welchen Sinn die Nachfrist hat, das zeige ich euch gleich noch bei den Rechten. Jetzt kann das aber sein, dass der Kunde immer noch nicht zahlt. Dann geht man mit der zweiten Mahnung hin und fängt jetzt an und setzt einen richtig heftigen Schadenersatz an. Also jetzt kann man Verzugszinsen verlangen, das zeige ich euch auch, wie viel man da berechnen kann, zusätzliche Mahngebühren und dann sollte man dem Kunden auch letztendlich irgendwann mal sagen, dass wenn er nicht zahlt, dass man dann ein gerichtliches Mahnverfahren beginnen wird. Und da fallen relativ viele Kosten an. Die Kosten muss zwar erst der Verkäufer zahlen, der muss in Vorleistung gehen, aber wenn er nachher sein Recht bekommt, dann wird das dazu führen, dass der Käufer noch mit erheblichen zusätzlichen Kosten neben der normalen Rechnung zu rechnen hat. Ja, und deswegen sollte man ihm das hier schon mal androhen, dass dieses Mahnverfahren dann irgendwann mal eingeleitet wird. Gut, jetzt kommen wir mal zu den Rechten. Welche Rechte hat er also? Das erste Recht ist, er hat das Recht darauf, auf die Zahlung zu bestehen, habe ich euch gerade erklärt. So, und wenn ein Verschulden vorliegt, das hatte ich euch in den Videos vorher schon mal erklärt, hat man immer noch das Recht, einen Schadenersatz neben der Leistung zu bekommen. Ich habe euch im Teil 1 erklärt, was das bedeutet mit dem Verschulden, dass man ja das normalerweise unterstellen kann beim Käufer, dass ihn ein Verschulden trifft. Geld muss man haben. Wenn er nicht zahlt, dann muss er normalerweise nachweisen, dass er nicht zahlen kann, weil er zum Beispiel im Krankenhaus liegt oder andere wichtige Gründe ihn daran gehindert haben. Ja, aber normalerweise kann man ein Verschulden unterstellen, sodass man dann also auch hier an der Stelle schon einen Schadenersatz verlangen kann. So, und anders als bei der nicht rechtzeitig Lieferung, da hatte ich euch das in dem Video erklärt, dass das mit dem Schadenersatz ein bisschen problematisch ist, ist das jetzt beim Zahlungsverzug oder bei der nicht rechtzeitigen Zahlung viel einfacher. Da ist das nämlich so, dass man hier ja durch das nicht erhaltene Geld, dass dem Verkäufer hier schon ein erheblicher Schaden entstehen kann. Ja? Nehmt mal an, der hat kein Geld auf dem Konto, der kriegt jetzt nicht die Zahlung und dann muss der sein Konto weiter überziehen, dann fallen da Überziehungszinsen an, die teilweise erheblich sind. Dann kann der zum Beispiel selber Material nicht mehr einkaufen, weil ihm das Geld fehlt. Also es können da doch erhebliche Kosten anfallen und die Kosten für die Mahnung, ja, die fallen ja auch nochmal an. So, und diese Kosten kann man jetzt im Rahmen des Schadenersatzes vom Käufer verlangt bekommen. Und das ist jetzt hier schon doch ein bisschen einfacher als bei der nicht rechtzeitig Lieferung, finde ich. Weil auch hier haben wir wieder eine Unterscheidung zwischen konkreten und abstrakten Schaden. Ja, und ein konkreter Schaden wären zum Beispiel die Mahngebühren. Das ist ja nun mal eindeutig nachweisbar, dass durch das Schicken von Mahnungen Kosten entstehen. Und deswegen kann man hier realistische Mahngebühren immer als zusätzlichen Schaden verlangen. Und das muss dann der Käufer auch zahlen im Rahmen des Schadenersatzes. Kann der Verkäufer konkret nachweisen, dass er das Konto überziehen muss? Also da könnte er einen Kontoauszug vorlegen. Dann könnte er sich auch die Überziehungszinsen im Rahmen eines konkreten Schadens hier ersetzen lassen. Jetzt kommt aber wieder eine elegante Lösung. Und zwar sieht der Gesetzgeber im BGB vor, dass man auch einen unkonkreten Schaden verlangen kann, ersetzt bekommen kann. Und zwar, indem man pauschale Verzugszinsen in Rechnung stellt. So, wie funktioniert das? Muss man ein bisschen genauer hingucken, ist ein bisschen kompliziert. Und zwar gibt es zwei vom Gesetzgeber vorgesehene Zinssätze. Einmal den Zinssatz 5% und den Zinssatz 8%. Und dann ist das genau formuliert. Der Prozentsatz über dem sogenannten Basiszinssatz. Ich möchte es jetzt nicht zu kompliziert machen. Ihr müsst Folgendes verstehen. Wenn ich nicht konkret einen Schaden nachweisen kann oder möchte, ich möchte dem keinen Kontoauszug schicken, ich möchte dem auch nicht über meine angespannte Liquiditätslage informieren, dann sagt der Gesetzgeber, du kannst von deinem säumigen Vertragspartner jetzt einen pauschalen Schadenersatz verlangen. Und zwar ist der Käufer ein Verbraucher, also die Privatperson, ein sogenannter Verbrauchsgüterkauf, dann kannst du 5% über den Basiszinssatz pauschal verlangen. Und ist der Kunde ein Unternehmen,
Wir haben also einen zweiseitigen Handelskauf oder den Sonderfall einseitiger Handelskauf und der Käufer ist ein Unternehmen, dann kann man sogar 8% über den Basiszinssatz verlangen. Was ist jetzt dieser Basiszinssatz? Dieser Basiszinssatz ist ein Zinssatz, der von der Deutschen Bundesbank festgelegt wird. Da muss man sich im Internet informieren, der wird häufig angepasst, der verändert sich. Ja, ob der nun niedrig oder hoch ist, muss man gucken. Und dann kann man dazu diese 5% Punkte oder die 8% Punkte aufschlagen. Und dann geht man hin und sagt, ich berechne jetzt die Verzugszinsen. Ab dem 15.04. war die Rechnung fällig. Jetzt hast du schon 1,5 Monate nicht gezahlt. Jetzt schicke ich hier die Mahnung. Und dann rechne ich hier die Verzugstage aus. Müsst ihr euch nochmal genau angucken, wie man Zinsrechnung durchführt. Und aus den Verzugstagen multipliziert mit dem Geld, was ich zu bekommen habe, also mit der Forderung und dem Zinssatz, den man hier anwendet, kann man dann die Verzugszinsen berechnen. Und die setze ich dem Käufer dann, dem säumigen Käufer dann in Rechnung. Und jetzt seht ihr, das ist pauschal, das muss man nicht nachweisen, weil das gesetzlich so vorgegeben ist. Sind meine Schäden höher, werde ich natürlich einen konkreten Schadenersatz verlangen. Gut. Jetzt kommt das Problem mit der Nachfrist. Muss ich eine Nachfrist setzen? Grundsätzlich muss man ja keine Nachfrist setzen. Guckt euch dazu nochmal das Video Teil 1 an zur nicht rechtzeitigen Zahlung. Aber sinnvoll ist das schon. Also in der Regel sollte man eine Nachfrist setzen, allein deswegen, weil man dem Käufer, der ja nicht zahlt, androht, was passiert, wenn er weiterhin nicht zahlt. Also würde ich immer eine Nachfrist setzen und die sollte angemessen sein. Ja, und das kennt ihr schon aus der nicht rechtzeitigen Lieferung. Angemessen bedeutet hier, die kann hier relativ kurz sein. Bei Geld muss man nicht wochenlang warten. Also da reicht das manchmal aus, wenn man eine Woche oder 2 Wochen Nachfrist setzt. Auch hier ist das wieder eine Frage, in welchem Verhältnis stehen die beiden zueinander. Wenn das gute Geschäftspartner sind, sollte man es nicht übertreiben. Aber da der Käufer ja grundsätzlich Geld haben muss und ihm grundsätzlich eigentlich ein Verschulden trifft an der nicht rechtzeitig Zahlung, reicht eine kurze Nachfrist aus. Und ist diese Nachfrist dann auch abgelaufen, dann kommen die ja, wie wir das schon kennen, die sogenannten nachrangigen Rechte. Ist die Nachfrist abgelaufen? Die nachrangigen Rechte und die nachrangigen Rechte haben ja immer dieselbe Struktur, nämlich Rücktritt vom Kaufvertrag wird möglich. So, jetzt ist es also so, jetzt kann der Verkäufer sagen, du zahlst auch weiterhin nicht, jetzt trete ich von unserem abgeschlossenen Kaufvertrag zurück. So, hat man zum Beispiel Vorauszahlung vereinbart, dann ist das Problem nicht so groß für den Verkäufer, der behält die Sache, ja, und dann sagt er einfach, ich werde dir die nicht liefern, weil du zahlst ja nun mal nicht und dann bin ich aus der Sache raus, der Kaufvertrag ist aufgehoben. In der Praxis ergibt sich aber viel häufiger das Problem, dass ja die Ware bereits geliefert wurde. Das heißt, wir haben wahrscheinlich sogar schon einen Eigentumsübergang. Guckt euch dazu nochmal das Video Besitz und Eigentum an. Und der Käufer, der neue Eigentümer der Sache ist, der zahlt jetzt nicht. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich trete vom Kaufvertrag zurück, dann wird ja der Käufer die Ware haben und die möchte ich jetzt natürlich zurückhaben. Und jetzt ist das Problem, was ist denn, wenn der die schon verkauft hat? Oder was ist, wenn er die kaputt gemacht hat? Dann kann ich ja nicht vom Kaufvertrag zurücktreten und gleichzeitig meine Kaufsache zurückverlangen. Aber selbst im Idealfall, wenn der Verkäufer sagt, ich möchte die Ware haben und der Käufer hat die auch noch in der Form, dann muss ja ein Rücktransport stattfinden, womöglich auf Kosten des Verkäufers, ja. Normalerweise müsste das der Käufer übernehmen, aber wenn der gar nicht zahlungsfähig ist, dann muss der Verkäufer sich darum kümmern, dass die Ware zurückkommt. Dann ist die Ware vielleicht beschädigt oder schon genutzt worden. Also ihr seht, dieser Rücktritt vom Kaufvertrag ergibt sich aus der Strukturierung der Rechte bei Kaufvertragsstörungen, aber in der Praxis ist das relativ wenig sinnvoll, sage ich mal. So, das Zweite, was man ja immer hat, ist nachrangig auch ein Schadenersatz statt der Leistung. Das heißt, ich trete zwar vom Kaufvertrag zurück, ich verzichte aber zum Beispiel darauf, dass er die Kaufsache zurückgeht, weil die schon kaputt ist oder weil er sie genutzt hat. Und jetzt kommt natürlich ein viel höherer Schadenersatz zum Tragen. Und zwar erstmal deutlich höhere Verzugszinsen, weil das sich ja jetzt noch länger hingezogen hat, das Verfahren. Dann wieder zusätzliche Mahnkosten, immer und immer wieder Mahnkosten, immer wieder Geld. Und dann kommt noch dazu, dass man jetzt natürlich sagen kann, da du die Kaufsache noch hast, verlange ich jetzt, dass du, da du ja nicht zahlst, mir die Kaufsache übergibst und wenn die übergebene Sache dann einen Wertverlust hatte, dann kann man als Schadenersatz auch noch die Wertdifferenz verlangen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man vielleicht ein Inkassoinstitut eingesetzt hat. Da sind auch nochmal Kosten entstanden.
Das Inkasso-Institut wäre ein Unternehmen, dann braucht der Verkäufer nicht selber sich hier um das Mahnwesen zu kümmern, also immer Mahnungen zu schreiben, sondern das hat er dann an ein Inkasso-Unternehmen übergeben und diese Leistung kostet natürlich nochmal extra Geld. Und dann erkläre ich euch nochmal extra, dann könnte man vielleicht sogar schon ein gerichtliches Mahnverfahren eröffnet haben, das kostet auch nochmal erheblich Geld. Und dann seht ihr, wenn es also so weit kommt, dass man nach mehreren Nachfristen Womöglichkeit dann sagt, nachrangig mache ich jetzt Schadenersatz statt der Leistung geltend, dann fallen da doch für den säumigen Käufer noch erhebliche Kosten an. Und dann müsste man sich nochmal anschauen, wie genau dieses gerichtliche Mahnverfahren abgelaufen ist, was da für eine Entscheidung getroffen wurde. Letzten Endes wird das wahrscheinlich so sein, dass der Verkäufer am Ende des gerichtlichen Mahnverfahrens einen Vollstreckungsbescheid erhält und dann auf das Vermögen des Verkäufers zugreift und dann irgendwann mal sein Geld bekommt, natürlich in erheblich höherer Höhe als das, was mal ursprünglich im Kaufvertrag vereinbart war. Und das erkläre ich euch aber nochmal ganz genau im Video zum gerichtlichen Mahnverfahren.